Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen heute hier aus meinem Urlaub wieder, aus dem Mobile Home zur Chartanalyse. Ich mache dieses Video-Update für euch, weil wir gerade in einer krassen Marktphase sind und ich der Meinung bin, trotz meines Urlaubs kann ich nicht darauf verzichten, euch über die aktuelle Lage zu informieren. Also sieht so aus, als ob der Markt weiter runtergeht. Die Analyse gestern hat so weit gepasst, dass ich gesagt habe, wenn ihr noch long gehen wollt und diese kurzfristige Swaps nach oben scalpen wollt im Trading, dann müsst ihr aber enge Stop-Loss setzen und es hat sich bewahrheitet. Wir sind durch den 200er Moving Average der Woche beim Bitcoin durchgebrochen, was leider jetzt nicht gehalten hat. Wir sind ja schon durchgebrochen gewesen. Das heißt, wir haben quasi nur noch mal eine Bestätigung, indem die Kerze jetzt wirklich durch ist. Wir haben kein Docht unten. Das bedeutet, wir haben wahrscheinlich weiter Abverkaufsdruck. Warum ist es so? Weil natürlich die Bären jetzt, deshalb nennt man sie auch Bärenmarkt, die Kontrolle haben über den Kurs. Bedeutet, es wird einfach enorm leer verkauft. Das bedeutet, Leute leihen sich Kryptowährungen, also in dem Fall Bitcoin oder andere Kryptowährungen, und verkaufen die ab, um sie dann später billiger zurückzukaufen. So funktioniert der Short- bzw. der Leerverkaufmechanismus. Und weil die Leute sich diese Kryptowährungen leihen und verkaufen, steigen gerade die Lending-Erträge für Bitcoins, die man hält. Ich merke das jetzt bei FTX und bei meinen anderen Lending-Plattformen, dass meine Lending-Erträge für Bitcoin gerade steigen. Aber bringt leider nichts. Deine Bitcoin werden trotzdem gerade weniger US-Dollar wert. Aber wie schon gesagt, ist nicht schlimm. Solange die Lending-Erträge steigen, bekomme ich mehr Bitcoin für meine Einlagen. Wichtig ist nur, dass eure Bitcoin nicht bei Celsius Network liegen, weil dann könnt ihr das ja nicht abheben gerade. Was sieht man noch auf der Woche? Deshalb, wir gehen ja direkt in die Charts. Auf der Woche sieht man relativ gut. Ich konnte jetzt keinen Support, also was ich gerne immer mache, ist ja irgendwie so ein Kanal zeichnen und sagen, ja, das ist der Support oder so. Aber das kann ich jetzt gerade gar nicht, weil es zeichnet sich überhaupt kein Support ab im Augenblick. Wir brechen einfach durch. Was wir uns sich aber abzeichnet, ist hier die Resistance hier oben an 1, 2, 3 Berührungspunkten. Wichtig ist, die Berührungspunkte oder die Resistance-Linie zieht sich quasi mit dem 9er Moving Average mit nach unten. Das bedeutet, die kann man im Prinzip weglassen, beziehungsweise man kann sie einfach weiterziehen. Wenn wir einen weiteren Abwärtstrend haben, der hier so weitergeht, dann wäre das hier der 9er Moving Average und dann sehen wir auch, in welche Richtung die ganze Sache geht. Wie schon auch gestern gesagt mit dem Triangle, wir können bis auf 16.000 runter und wir gehen jetzt auf 20.000. 20.000 Dollar ist dann wieder eine psychologische Marke, das heißt große runde Zahlen sind psychologische Marken. Auch die sind dann eben der Punkt, ob die durchbrochen werden. Wir haben die 20.000 noch nicht durchbrochen, wir sind noch bei 20.180 Dollar. Insofern ist das wiederum ein wichtiger Widerstand aus psychologischer Sicht, aber rein technisch gesehen ist es kein echter Widerstand, weil wir sehen hier auf der Woche, es gibt nicht wirklich hier eine große Supportzone. Was ich jetzt machen kann ist, und deshalb werdet ihr es gleich sehen, ich gehe her und zeichne die Fibonacci Retracements ein. Das mache ich gar nicht mehr so oft, aber in diesem Fall kann man das schon noch machen. Und wir sehen hier, ich gucke, ob ich es alles auch korrekt gemacht habe, genau ein bisschen nach oben weiter noch, genau. So, was wir jetzt sehen, sind bei den Fibonacci-Level der nächste große Widerstand tatsächlich durch die Fib-Level bei 18.564. Das wäre sozusagen nochmal ein Widerstand. Die Frage ist, wo dann die nächste Resistance ist, der nächste Support. Der nächste Support wäre erst wieder bei 4.800 Dollar pro Bitcoin. Und da seht ihr auch das große Dilemma gerade, wenn jetzt nicht große Wale in den Markt reingehen und den Markt wieder stabilisieren mit großen Summen, dann kann es noch richtig weiter runtergehen. Wichtig ist aber, woher sollen die kommen gerade? Woher sollen die gerade kommen? Wir haben gerade eine Phase, in der Aktien auch unten sind. Die Frage ist, wie hoch werden dann Dividenden, also Cashflow für Wale und Großunternehmen sein, die hier in Bitcoin investieren? Selbst Firmen wie MicroStrategy haben jetzt 1,2 Milliarden Dollar Minus in ihrem Portfolio, bei denen Margin Calls drohen, also wirklich die Angst, dass die dann liquidiert werden und noch mehr abverkaufen müssen.
Und dann sehen wir vielleicht tatsächlich eine große Konsolidierung. Viele sprechen gerade auch von Marktphasen und sagen, das sei normal. 90% Marktphasenkonsolidierung beim Bitcoin sei noch im Zyklus, also wäre noch gut und normal. Ich würde sagen, wir haben natürlich aber auch eine Sondersituation hier durch den Krieg und durch die Corona-Situation, dass wir auf jeden Fall die Sache sehr, sehr ernst nehmen müssen als Investoren. Mein Algorithmus kauft ja im DCA-Verfahren, also Dollar-Cost-Average-Verfahren, im Grid, im dynamischen Grid-Segment quasi automatisch Bitcoin nach. Aber auch da, ja, da bin ich halt bereit, auch jetzt reinzugreifen in den günstigen Preis und dann die Coins, die ich dann habe, über vielleicht 4 Jahre ins Landing zu geben. Ich denke also, über einen Zeithorizont von 4 Jahren kann man jetzt auf jeden Fall akkumulieren. Da bin ich ja schon seit Tagen dabei zu sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu akkumulieren, auch andere Kryptowährungen, von denen ihr nachhaltig überzeugt seid. Die Research dazu, ich habe das auch schon oft in meinen Videos erwähnt, schaut einfach mal bei Moonradar vorbei, da könnt ihr Research machen. Was wir jetzt auch machen wollen, ist, weil das viele sich natürlich wünschen, ist natürlich auf den Tageschart zu gehen, weil das ist auch wichtig. Ich mache mal kurz die FIB-Level weg, damit ihr es ein bisschen besser seht, dass es nicht so undeutlich für euch wird. So, gehen wir kurz auf den Tageschart und gucken uns auch den an. Und ihr seht hier die eingezeichnete Linie. Ich mache sie mal kurz weg. Ist jetzt nur, war ja nur beispielhaft. Ich zoome mal ein bisschen rein. Auf der Stunde hatte ich ja noch das Dreieck von gestern drin. Und wir sehen hier, jetzt sehen wir gar nicht wirklich viel. Wir sehen nur dieses Waterfall, diese wasserfallartige Einbruch hier. Die Kerzen wurden immer länger und jetzt eine kurze Kerze, jetzt wieder ein bisschen so eine mittlere Kerze. Ja, ihr seht auch hier starkes Abverkaufsvolumen, das jetzt fällt. Ja, also es wäre jetzt eine bärische Divergenz. Wir könnten vielleicht könnten wir davon ausgehen, dass jetzt durch das fallende Volumen hier unten vielleicht so eine kurze Konsolidierung stattfindet, uns vielleicht wieder korrigiert, aber ich glaube noch nicht dran. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal eine Weile konsolidieren seitlich oder nochmal deutlich fallen. Das kann passieren. Ich gehe kurz auf die Stunde, damit wir auch da nochmal einen Blick reinwerfen. Deshalb im Augenblick ist Charttechnik nicht ganz so einfach. Weil wir natürlich sehr viele Sondereffekte haben durch sowas wie Celsius Network. Da kann man jetzt nicht sagen, ja klar, der Resistance hält er auf jeden Fall, sondern im Gegenteil, diese ganzen Levels, die man so aus charttechnischer Sicht sieht, sind gerade invalidiert in vielerlei Hinsicht, einfach weil die Rahmenbedingungen des Marktes es vorgeben, dass gerade einfach massive Unsicherheit herrscht und natürlich, weil einfach blind reingeschortet wird. Viele werden jetzt, das ist meine einzige Hoffnung, ist tatsächlich, dass die Anfänger-Trader jetzt wieder blind reinschorten in den Markt und vielleicht sogar am Anfang ein bisschen Gewinne machen, sich dann übernehmen und dann wieder gerackt werden, wenn der Kurs wieder nach oben pumpt innerhalb kürzester Zeit. Vielleicht auch nur 10% zur Korrektur, aber dann werden halt viele gerackt und dadurch zieht es den Preis wieder durch Shortkäufer zurück. Also man muss immer wissen, wer die Leerverkäufe macht. Da geht ja ein Kontrakt ein. Das heißt, irgendwann muss er die Bitcoin wieder zurückkaufen. Und wenn er sie zurückkauft und das viele gleichzeitig machen, dann führt es zu einem Short-Squeeze und dadurch werden die Bitcoin wieder aufgekauft und der Kurs steigt wieder, weil die Short-Seller gezwungen werden, den Markt quasi zurückzukaufen, egal zu welchem Preis, auch wenn der Preis dann über dem Einstiegskurs ist, das heißt, auch wenn sie Verlust machen. Das nennt man dann Margin Call, ja, wenn die Verluste nicht mehr gedeckt werden durch die Einlagen. So, jetzt genug zum Grundlagenwissen, Derivate und Short-Positionen. Lasst uns kurz hier nochmal schauen. Wir hatten hier gestern den Support eingezeichnet. Wie ich schon gesagt hatte, wenn, dann hätte ich quasi hier drunter direkt mein Stop-Loss gesetzt. Der wäre gehittet worden, also die Long-Position wäre nicht gegangen. Wir haben aber auch keinen Retest gehabt. Das bedeutet wichtig, ich hatte ja auch gesagt, guck, wir hatten hier die Situation, wir sind ganz runtergegangen nochmal. Dann hatten wir einen Retest. Und hier, wenn man hier Long gegangen wäre, hätte man hier vielleicht auch schon den Long nachziehen müssen. Und dann wären wir vielleicht 0 auf 0 rausgekommen. Letztendlich war es eine schwierige Situation, wie ich schon gesagt habe. Ich würde eher warten. Gerade mit Trades bin ich sehr vorsichtig. Was kann man jetzt hier machen? Was ihr machen könnt, wäre, jetzt könnte man mal schauen. Hier sind wir bei einer, ja, das ist schon wieder super weit weg, 3%. Was ihr machen könnt, wenn ihr ein bisschen Risiko eingehen wollt, ihr könntet hier
euren Stop-Loss setzen und shorten tatsächlich. Nicht, dass ich jetzt jemand bin, der hier empfiehlt zu shorten, aber ich kann mal kurz gucken, wie viel Prozent das wären. Risk to Reward kann man gucken. So, was man machen kann ist, gucken wir mal, wie viel Prozent es ist. Ungefähr. Ja, das sind 3,4%. Ja, also was man machen kann, ist relativ eng hier an diesem Support, den ich hier eingezeichnet habe, dass man hier wenigstens, das ist glaube ich auf dem 200er Moving Average müsste das ungefähr sein. Ihr könntet jetzt hier einen Stop-Loss setzen, jetzt eure Short anmachen. Ihr könntet auch warten, bis ihr näher rankommt und euren Verlust zu Risk to Reward einfach ein bisschen verbessern. Das heißt, wenn der Kurs jetzt vielleicht so ein bisschen korrigiert hier hoch, so, dann könnte man jetzt hier nochmal eine Short-Position eröffnen, die man aber direkt hier ausstoppt. Ganz wichtig, ihr merkt, meine Trading-Strategie ist sehr eng, das Stop-Loss, gerade in so einer Phase wie jetzt. Ich würde hier keine zu weiten Stop-Loss machen, weil wir sehen die Bewegungen hier, die sind teilweise Bewegungen innerhalb von einem Tag. Hier, schaut mal, das waren hier beim Bitcoin einfach mal, das ist auf der Stunde Preisbewegung von 11% hier hoch und runter. Deshalb ganz wichtig, geht nicht zu hohe Risiken ein, lasst euch ausstoppen im Zweifel mit 1, 2, 3% Verlust. Aber guckt, dass euer Risk-to-Reward entsprechend hoch ist. Also guckt, dass ihr mindestens, wenn ihr 1% verliert, mindestens vielleicht 4, 5% Gewinnpotenzial habt, damit ihr langfristig auch profitabel traden könnt. Und ihr seht hier, ich würde den Stop ganz eng an den Support setzen, vielleicht sogar irgendwie auf den Support, damit ihr wirklich hier nicht zu viel Verlust macht, wenn der Trade schief geht. Ansonsten Shorten ist natürlich eine Option. Ihr seid natürlich beim Short Teil des Problems dann. Wenn alle nur shorten, geht der Markt einfach weiter runter. Das ist dann halt so, müsst ihr einfach wissen. Aber es ist auch nichts Verwerfliches dran, wenn die Leute jetzt sagen, okay, der Markt ist unsicher, ich profitiere davon und ich will meine Bitcoin jetzt eben vermehren. Ganz klar ist ja auch, wer jetzt einen guten Short hinkriegt und viel Geld damit macht, kann sich billig Bitcoin kaufen. Und das führt wiederum ja auch dazu, dass wenn ihr Bitcoin kauft, dann mit euren Gewinnen, dass ihr den Preis wieder hochzieht. Also als Aspekt dieses Modells kann ich sagen, ja, Moral in diesem Aspekt ist natürlich schwer zu diskutieren. Ich hoffe, dieses kurze Video, dieses Update hat dir was gebracht. Es ist natürlich jetzt nicht viel, was ich heute sagen kann. Es ist einfach noch nichts entschieden. Celsius hat noch keine Statement rausgelassen, wie sie es jetzt konkret löst. Die hinterlegen jetzt immer mehr Sicherheiten für ihre Backs, was auch immer das bedeutet, wo auch immer die das Geld herhaben, wer auch immer ihnen den Kredit gibt. Die große Diskussion bei Munaradar ist gerade, das kann ich euch zeigen, kurz mal, bei Munaradar ist tatsächlich Celsius gerade der Muner, weil Celsius heute Morgen waren es noch 100%, 50% jetzt im Plus ist. Also ausgehend von gestern, gucken wir mal kurz in den Coin rein. Da ist natürlich der Kurs wieder massiv, also wie gesagt, das war die Preisentwicklung für die 50 Tage, der ist extrem gefallen, aber wir hatten einen Preisanstieg, der zeigt jetzt nicht den letzten Kurs an. Genau, wir hatten einen extremen Preisanstieg wieder, 50% ist der Kurs hochgegangen, nachdem er eingebrochen war. Ich würde Celsius trotzdem nicht kaufen, das wäre mir zu unsicher. Celsius ist der Utility-Token, in dem die Zinsen gezahlt werden auf dieser Plattform, soweit ich weiß. Ich werde Celsius nicht kaufen. Wir diskutieren hier auch schon auf Munaradar. Ich werde es auch mal. Wir haben keine Analyse noch bisher. Vielleicht hat einer Lust auf Munaradar, kurz diese Analyse zu machen zu Celsius, zur aktuellen Situation. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und hoffe, es ist nicht zu heiß bei euch. Bei uns hat es über 30 Grad und ich bin komplett verbrannt. Insofern wünsche ich euch alles Gute und bis bald, euer Alex.